Buh, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. So, ich habe offscreen versucht, eine Lösung zu finden, weil ich mir sicher bin, dass ihr nicht nochmal bestimmt zwei, drei, vier Parts von mir sehen möchtet, wie ich einfach nur dumm herumlaufe durch die Gegend, den Weg einfach nicht finde. Das wird einfach zu langweilig mit der Zeit. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Deswegen habe ich offscreen nach einer Lösung gesucht. Den ganzen Abend. Und ich habe sie gefunden, Leute. Das heißt, es geht direkt weiter. Freut euch. Okay, ich weiß nicht, ob, keine Ahnung. Ach, egal. Scheiß drauf. Ich meine einfach nur, dass ich jetzt endlich weiß, wie es weitergeht. Ja, einmal im Leben weiß ich es. Und ja, genau, den richtigen Weg. Der Fehler lag da dran. Wisst ihr noch, wie ich die ganze Zeit gesagt habe, wieso läuft da ein Hund auf den Gleisen? Ach, geh weg. Wieso läuft ein Hund auf die Gleise? Ja, warum wohl? Weil es direkt bei diesen Gleisen weitergeht. Weil auf alle anderen Gleisen. Gleise oder Gleisen? Oh, ich weiß es nicht. Ach, da ist der scheiß Wichser. Weil auf alle anderen Gleise habt ihr ja gesehen, dass da gar kein Hund lang gelaufen ist. Und ich habe die ganze Zeit. Ich zeig euch das jetzt mal gleich. Ja. So. Genau. Und ich entschuldige mich dafür, dass die Stimme im letzten Part total die Scheiße war. Das mal. Wo geht's hier? Ach so, ne. Weil. Oh, ich bin gerade total aus dem Konzept. Entschuldigung. Na egal, egal. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist okay. Deswegen blubbidi blub. Und Krakatauer. Genau, jetzt, ja, genau hier. Hier läuft die ganze Zeit ein Hund rum. Und ich muss euch jetzt mal was zeigen. Ich bin immer hier. Genau! Ich bin immer in diese Ecke gelaufen, um zu sehen, ob diese Tür kommt. Nur ich bin immer kurz davor. Ihr wisst, ich bin immer nur bis hierhin gelaufen. Wartet mal. Immer nur bis hier. Ich weiß nicht, warum der das jetzt so zeigt. Ich habe nicht auf diese Tür gewartet. Okay, Leute. Wir wagen es. Da, da, da. Da, 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 dam. Eine Tür. Keine Ahnung. Sie ist sogar in Rot. Gucken wir mal. Sie ist aber abgeschlossen. Verpiss dich! Und auf einmal kommen drei Hunde und wir müssen schnell nach oben! Denn hier gibt es ein Zeitlimit. Wenn wir, hoffentlich waren wir schnell genug oben, sonst sind wir jetzt tot. Yeah! Wuhu! So wie im Intro, wir haben es geschafft, Leute. Die U-Bahn ist endlich da. Die Illuminaten haben die U-Bahn hergeschickt. Und die Tür geht auf. So. Und wie auch immer das sein mag, laufen wir jetzt entlang und suchen diese Tür, die offen ist. Von der U-Bahn. Oh, das leckt hier wieder. Konkurs. Yeah, ich bin auch auf dem Konkurs. Und ja, hier begrüßt uns jetzt gleich wieder so ein hässlicher Hund. Ich mach die Taschenlampe auf. Zwei Hunde? Ach, geht weg. Geht einfach nur weg. Und mal sehen, wartet mal. Ja, hier geht es nicht weiter. Haha, hast mich nicht bekommen. Und so. Wie auch immer das sein mag, ist das so klar, dass. Hier geht's weiter, nämlich zur Bergen Street. Hier gab es doch diesen Actimel-Drink. Ja, daran kann ich mich noch erinnern, nö. So. Ja, und wie immer das so typisch ist, ist natürlich die letzte Tür offen, oder? Genau. So. Jetzt steigen wir ein und. Oh mein Gott, eine Blondine fährt U-Bahn. Oh mein Gott, das kann ja was Tolles werden. Ja, Heather, jetzt kommst du nie mehr raus. Und mein Controller rastet aus. Danke. Hahaha. Heather ist zu blöd, um mit der U-Bahn zu fahren. Ah, genial. So.
Wir sind in der U-Bahn. Yeah, seht euch mal an, wie schnell die U-Bahn vorbeifährt. Jetzt müssen wir mal kurz was gucken. Ich mach die Taschenlampe an. Auf dem Sitz liegt eine Zeitung. Die gleichen alten, langweiligen Artikel. Okay, dann eben nicht. So. Wir können... Oh mein Gott, wir können hier raus. WTF. Und wir können vom Zug fallen. Oh mein Gott, schnell wieder zurück. Bevor wir vom Zug fallen. Und wir sehen hier einen Speicherpunkt, oder? Ist es einer? Yeah, mit Blut. Hallo. Dieses Symbol ist auf dem Boden gezeichnet. Hoffentlich werde ich nicht verflucht, nur weil ich drauf trete. Haha. Ja, hoffentlich verfluchen wir dich, Heather. Irgendwie, weil ich habe irgendwie Lust, dich fertig zu machen, weil du mich die ganze Zeit angelogen hast. Du hast gesagt, du musstest zur Bergen Street. Wir waren bei der Bergen Street und dann hast du nur auf so einer scheiß Tür gewartet. So, Leute. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssen nämlich bis ganz nach vorne. Ist ja wohl logisch. Wobei, keine Ahnung, warum das wohl Sinn machen sollte. Ih, da ist ein Tier. Wir töten es aber. Oder nein, 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 wir laufen einfach vorbei. Wir laufen einfach dran vorbei. Genau. Weil ich weiß auch nicht, Heather hat so einen scheiß Kampfstil. Also ich steuere Heather, aber es ist dunkel. Licht an. Gruselig. Hallo, ich bin der fliegende Holländer und möchte kleine Kinder aufessen. Haha, ja, das... Was? Das ist ja so ein Riesenteil. Hallo, lass mich... Hallo, was ist... Heather, steh auf. Was ist hier los? Ih, und das Kind noch gleich dazu. Wie hässlich ihr seid. Ihr seid eine hässliche Familie. Geht, verpisst euch einfach, klar? Voll die hässliche Familie. Da kommt auch noch so ein scheiß Teil damit. Ich suche Munition. Hier muss es irgendwo Munition geben. Du guckst hier so hin. Und was ist das? Egal. Okay, wir haben gerade hier Schrotpatronen eingesammelt. Schrotpatronen sind immer gut für deinen Arsch. Yeah! Was gibt's denn hier sonst? Ah, irgendeine hässliche Trinkflasche. Schon vergammelt. Aus dem 18. Jahrhundert. Sag mal, wie lang ist dieser Zug, bitteschön? Fällt mir gerade nur so auf. Warum auch immer dieser... Den ignorieren wir! Den ignorieren wir! Einfach! Denn der ist übertrieben stark. Selbst wenn wir mit der Schrotflinte schießen, der ist echt ziemlich stark. Wieder so dunkel. Oh mein Gott, gruselig, gruselig, gruselig. Dam, da-dam, da-dam, dum-di-dum, dam-da-dam. Ein roter Bildschirm, der ist heiß, echt mal. Hallo, geh mal weg. Warum brauchst du so lange zum Laden? Ach so, yeah, wir sind durch, oder? Nee, hä? Ach, Heather, man hält sich doch im U-Bahn fest. Bist du doof oder so? Ja, da liegt sie jetzt einfach auf dem Boden. Na, hast du dein Geldstück gesucht und nicht gefunden? Und wir sind angekommen. Ein Wunder ist geschehen. Das muss der erste Wagen sein. Die Türen öffnen sich nicht. Außerdem ist da gar kein Platz mehr für den Zugführer. Ja, was interessiert dich, was mit dem Zugführer los ist? So. Hier gibt es einen Speicherpunkt. Wir erkunden mal kurz, wo wir angekommen sind. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ja, wie sollte das denn auch anders sein? Jetzt lasst mich mal kurz nachsehen, wo wir hier sind. Hier gibt es eine Tür? Tür? Ja, okay. Hier gibt es zwar eine Tür. Endlich ein Fortschritt. Ich freue mich hier echt wirklich so wie so ein... Wie ein Spiegelei auf der Bratpfanne. Dass wir es... geschafft haben. Hä? Was steht da? Dieses Symbol ist auch zwischen den Graffiti. Und es sieht noch ganz frisch aus. Wer könnte das gewesen sein? Und warum tut mein Kopf so weh? Wollte sie bestimmt sagen, na? Ich kenne deine Gedanken, Heather. Wir sind am Bahnsteig, unbekannte Station. Ja, wieso bist du denn in die U-Bahn eingestiegen, wenn sie dich gruselig an einem unbekannten Ort hinführt?
Wir sind bei 10 Minuten angekommen. 4 Minuten hauen wir noch volle Kanne rein, Leute. Weil wir es endlich weitergeschafft haben. Dumm, dumm, dumm. Sie summ, sie summ. Mal sehen, was hinter dieser mysteriösen Tür steckt. Ein langer Gang nach unten. Der ist wirklich gruselig. So, dann gibt es hier eine Tür. Die ist zu. Und was gibt es dann hier? Dumm, dumm. Das sieht aus wie in so einem Forschungslabor oder so. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt werden bestimmt wieder viele sagen, hey, ist die blöd? Das sieht doch nicht aus wie ein Forschungslabor. Naja, egal. Scheiße. Ach nö, ich hab mich wieder erschreckt. Oh. Das ist gemein, das ist böse. Nee, das ist wirklich scheiße. Oh. So. Hier geht es nicht weiter. Ey, das, es gibt neue Monster. Ist schon klar. Ih, lass mich in Ruhe. Hier gibt es eine Tür. Die ist offen. Diese Tür ist offen. Yeah, jetzt machen wir Party. Einfach so, weil wir Party machen. Oh, nee. Warum sind überall plötzlich Türen auf? Ich sag's ja, die Illuminaten, die waren hier. Und wir sind in der gruseligen Passage. Weil, oh mein Gott. Ja, diese Tür ist mal zu. Ich weich dir aus, ich weich dir aus. Hehehehe. So. Dann. Ich mag dich. Du magst mich. Was Besseres auf der Welt gibt es nicht. Wir umarmen uns. Und ein Küsschen gebe ich dir. Keiner ist so froh wie Heather. WTF. What the hell? Wir haben einen Schlegel. Oh mein Gott, wir haben einen Schlegel. Was ist das? Irgendwas gekritzelt. Wir haben die Unterführungskarte. Yeah. Oh mein Gott, wir wurden unterführt. Das heißt, wir wurden überführt. Und deswegen werden wir jetzt ins Gefängnis gepackt. Weil es Sinn macht. Da sickert Blut und... Habt ihr das eben auch gehört? Das kam aus diesem Spind raus. Da sickert Blut unten aus dem Spind heraus. Ist da etwas drin? Ich würde ja nachsehen, aber ich bekomme die Tür nicht auf. Ah, ist wohl besser so. Es wird wohl kaum etwas Gutes darin sein. Ja, schlau, Heather. Wenn da Blut ist, dann muss es irgendein Kannibale gewesen sein. Was gibt's hier sonst noch? Nichts Besonderes. Okay. Diese Tür geht aber weiter. Und ich brauche jetzt dringend mal einen Speicherpunkt. Ey, das ist so hässlich, dass es jetzt hier auch schon so riesen Pokémon-Monsters gibt. Das ist so... Einfach nur dumm. Aber ich brauche wirklich einen Speicherpunkt, weil wir jetzt wirklich hier irgendwie sind. Ach ja, und ich glaube, das ist jetzt die 8. Folge, nur mal so nebenbei angemerkt, ne? Einfach so. Warum überfällst du mich? Und warum... Das ist gruselig, das ist wirklich sehr gruselig, dass hier plötzlich alle Türen aufgehen. Und mein Status, mein Controller vibriert. Ja, weil wir fast tot sind. Er war auf gelb, unser Status. Hier ist ein langer Weg. Der sieht aus, als hätte hier irgendjemand hingekackt. Jemand hat ein Haus hingekackt. Was ist das denn für eine Kunst? Und ich muss jetzt Schluss machen. Wo immer wir auch sind. Hier ist ein Cut. So, bis gleich, Leute. Einfach so. Woohoo!